Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Ist schon... Ist gar nicht lange her. Wann habe ich das letzte Mal gespielt? Ich spiele mal mit der da. Nee, mit Kane. Lass mal überlegen, wann habe ich das letzte Mal Isaac gespielt? Ich glaube, das war gestern. Wann habe ich die Folge hochgeladen? Gestern. Eigentlich heute. Weil das YouTube-Video wurde leider von YouTube entfernt. Ich weiß nicht, wieso. Wirklich nicht. Also habe ich es einfach nochmal hochgeladen, wobei ihr habt so toll kommentiert und das kann ich leider nicht wieder herbringen. Brother Bobby, okay. Aber, ja. Ja, was soll man dazu jetzt noch groß sagen? Ist echt schade, aber ich finde es wirklich echt, echt schade. Aber gut. Ich weiß nicht, wann bin ich aufgestanden? Ich wurde anscheinend schon in YouTube, wollte ich sagen, in Twitter vermisst, weil, man hat mich schon gefragt, wo ich den ganzen Tag war. Wo ich den ganzen Tag war, ich bin um drei, lasst mich überlegen, ich bin um drei ins Bett, bin um fünf oder so bin ich eingeschlafen, weil da habe ich das letzte Mal auf die Uhr geguckt. Dann bin ich um 12 Uhr unter meinem Schreibtisch aufgewacht und danach wieder ins Bett. Dann bin ich wieder eingeschlafen und bin ich um 16 Uhr bin ich auf der Toilette aufgewacht. Also ich saß nur oben auf dem Deckel drauf, also mit Hose an und so. Nicht irgendwie hier, dass ihr denkt, ich wäre auf der Toilette eingeschlafen. Und um 21 Uhr irgendwas bin ich aufgewacht und bin ich in der Küche aufgewacht. Und ich dachte mir hinterher nur, what the fuck? Ich glaube, ich bin geschlafwandelt. Ich bin mir da aber nicht besonders... Hallo? Stirbt, danke. Bin da mir aber nicht so sonderlich sicher. Naja, ich denke, ich habe in den letzten Tagen zu viele Horrorfilme geguckt. Ich meine, ich bin... Ich weiß nicht, ich guck eigentlich nicht so direkt Horrorfilme. Zumindest nicht mit so übernatürlichem Zeugs. Da bin ich eher so schreckhaft, sage ich mal. Deswegen gucke ich das eigentlich nicht. Aber ich dachte mir so, oh ja, einmal geht. Ich bin ja jetzt 16 und nicht mehr so jung wie... Oh oh. Das war jetzt Glück. Nicht mehr so jung wie damals. Wann habe ich das jetzt mal einen paranormalen Film angeguckt? Oh Mann, lass mal überlegen. Nein! Nochmal. Das sind nur 2 Minuten, das kann ich doch nicht hochladen. Okay. Lass mal überlegen, wann war das? Oh Gott. Aber da war ich echt jung. 13 oder so. Nee, oder? Doch. Doch, doch, da war ich 13. Was habe ich denn da geguckt? Ich glaube Amityville. Nee, dann war ich vielleicht sogar 12. Ich habe keine Ahnung, es ist auf jeden Fall schon ewig her und ich dachte mir, ja komm, du bist jetzt 16, das ist doch nicht schlimm, du brauchst da keine Angst vor haben. Aber nein, von wegen, ich habe sogar Angst vorm Einschlafen. Und ich könnte schwören, ich habe vorhin was in der Küche gesehen. Also nicht so face-mäßig oder so, sondern halt tiermäßig, so Spinne oder sowas. Aber ja, ich bin da ein richtiger Schisser. Ich weiß gar nicht warum. Curse up. Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum ich so bin. Hm. Naja, ich lasse es jetzt. Für die nächsten 2 Jahre. Vielleicht gucke ich, wenn ich 18 bin, dann den ersten nochmal paranormalen Film an. Oder auch nicht. Mal gucken. Nee, aber ansonsten, so Abschlachtfilme machen mir eigentlich rein gar nichts aus. Oder Final Destination macht mir irgendwie auch nichts aus. Aber so, ich weiß nicht, was habe ich geguckt? Destination Hell oder irgendwas mit Hell? Und so eine Hand drauf? Ja, geht's um abgeschnittene Körperteile, unter anderem. Da dachte ich mir, ja, ist nicht schlimm, sind ja nur abgeschnitten. Was soll da schon passieren? Aber, nee, denkste. Oder was war noch was mit Ashley Green hier, richtig? Richtig. Habe ich da nicht in meinem anderen Let's Play auch schon drüber geredet? Oder in meinem anderen Video? Naja, ich weiß nicht. Egal. Ja, ich glaube. Nee. Doppelt hält besser. Es ist übrigens 5.57 Uhr morgens. Ich bin hellwach. Und ich habe nichts zu tun, weil ich aus dem Clan gekickt worden bin. Komfortgedränge.
Ich weiß nicht, ich vermisse ihn nicht sonderlich. Ich habe jetzt nicht mehr viel damit zu tun gehabt zum Schluss. Deswegen. Who cares? Das heißt, ich bin clanlos. Das heißt, ihr dürft mich offiziell in euren Clan einladen. Hoppala. Was wahrscheinlich keine Sorge tun wird, weil ich echt scheiße bin im Spielen von COD im Multiplayer. Das wird man sehen, spätestens dann, wenn ich... Oh, Jesus, bin ich erschrocken. Wenn ich dann mal demnächst was hochladen werde. Ich hatte mir nämlich vorgenommen, ein Video davon zu machen. Also, ein Gesamtvideo davon zu machen. Von Leuten in COD, die ragen. Ich finde die so witzig, manchmal. Deswegen, ja, habe ich einfach mal ein paar Sachen aufgenommen und werde die dann zusammenschnibbeln und dann werde ich euch die zeigen. Und ich hoffe... Damage up, okay. Und ich hoffe, euch werden die gefallen. Ich hoffe es sehr. Weil, ich weiß nicht, ich finde es schon ziemlich witzig. Ich werde in den Videos, also in diesen kleinen Clips, in diesem einen großen Video, werde ich Englisch sprechen. Und, mein Englisch ist, also, in der Schule hat es gereicht. Aber ich denke so, ja, ist halt deutsches Englisch. Ich finde deutsches Englisch jetzt nicht so schön. Okay, also ich finde das okay. ich finde das jetzt also, ich finde es nicht so gut, sage ich mal so. Ich meine, ich weiß nicht. Ich finde das nicht schön, wenn Deutsche Englisch reden. Absolut nicht. Ich finde das absolut nicht schön. Ich weiß nicht, ich mag das überhaupt nicht. Ich mag eher britischen Akzent oder so, aber unser deutscher Akzent, der ist grauenvoll. Also, ihr könnt mir gerne jemanden zeigen, der vielleicht gut Deutsch spricht. Deutsch. Genau, Deutsch vielleicht auch noch. Ja, das wäre schon auch was. Ich meinte, der gut Englisch spricht, das wäre dann schon... Also, ich weiß nicht, ob er mir dann gefallen würde. Also, dieses Englisch, nicht er. Ob mir dann dieses Englisch gefallen würde. Ich weiß nicht, ihr könnt ja einfach mal irgendjemanden posten, den ihr kennt, der gut sprechen kann. Der vielleicht bei YouTube ist und das tutet. Also der ein Deutscher ist, nicht der ein Amerikaner ist. Die Amerikaner sprechen sehr auch ganz gut, das ist klar. Oh oh. Aber die Engländer, die sprechen doch am besten. Und zwar diese Amy, die ich ab und zu gucke. Die spielt Call of Duty. Vielleicht gucke ich sie deswegen. Nein, ich habe sie in Call of Duty gefunden und ich dachte mir, ein Mädchen, das zockt, genau wie du, ist doch okay, kannst du sie ja mal adden, vielleicht können wir zusammen spielen. Wir spielen tatsächlich nicht miteinander, aber dadurch habe ich ihren YouTube-Kanal gefunden. Und sie spielt sehr gut und sie spricht wirklich wunderschön. Also wirklich, ungelogen, die spricht richtig schön. Die solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Das war klar, dass da einer ist. Wenn da keiner gewesen wäre, wäre das ja echt schlimm. Und ich habe im Forum, im Let's Play Forum, aua, nicht schon wieder, habe ich ein Thema gesehen. Was ging es denn da? Oh, sag mir nicht, ich habe es wieder vergessen. Ich darf es nicht vergessen haben. Ich wollte gerade darüber sprechen. Ach so, richtig, um das Headset bzw. Mikrofon des Logitech G35. Und da wurde dann... Oh, oh. Wurde... Was macht das? Ja, klar, als ob. Okay, wir gehen erst in den Shop und gucken, ob es da was hat. Was wollte ich denn sagen? Ach, richtig, genau. Da wurde dann ein Video gepostet, was ich finde, was vom Sound her ganz... Da hat es kein Herz, scheiß die Wand an. Ganz gut war. Und ich habe dann noch gesehen, dass der dann meinte, ja, das Video hat voll den schlechten Sound, findet er. Und bla, und dachte, hä, bist du doof? Der Sound ist doch voll gut, da ist nur ein kleines Rauschen ab. Wir kriegen keine Herzen. Aber mehr ist da nicht. Und ich finde das jetzt aber auch nicht schlecht. Was macht die Batterie? Okay. Müssen wir gucken. Deswegen, ich weiß nicht, wie ich habe das ja auch und ihr hört mir ja zu. Also wie findet ihr dieses Mikro? Ist es okay oder ist es schlecht? Rauscht es sehr? Schreibt es einfach mal drunter, weil ich würde das gern wissen. Aber, Moment. So, vielleicht kommt da ein Herz raus. Oh, komm schon! Ich brauche nur ein Herz, Mensch. Ein Herz! Da ist auch kein Herz drin. Oh Gott. Jesus Christ.
Alter. Wieso rennen die nur mit diesen offenen Zähnen rum? Ach, jetzt nicht mehr, okay. Boah, Dear Diary, today I died. I was killed by this thing in some basement. I leave all that I own to my cat Guppy. Goodbye, cruel world. XOXO, Isaac. Das war's mit dieser Folge. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis dann. Tschüss.